Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Sitzung des Ordnungspolitischen Ausschusses des Wirtschaftsbeirates Bayern und ich begrüße insbesondere den ehemaligen Finanzminister Kurt Faltenhauser, der ja, bitte. Der natürlich Kraft früheren Amtes besonders interessiert ist an dem Thema von heute, nämlich dem Zusammenhang zwischen Bürgergeld und Schwarzarbeit. Ein Finanzminister mag natürlich keine Schwarzarbeit. Ein Ökonom sieht manches anders, weil die Schwarzarbeit natürlich auch dann Werte schafft, wenn der Finanzminister nichts abkriegt. Nicht? Heute haben wir einen ganz besonderen Ökonomen bei uns, Fritz Schneider. Fritz Schneider ist mir lange bekannt, denn wir sind die gleiche Altersgruppe. Unser akademischer Weg war ziemlich parallel. Er ist Professor Emeritus an der Universität Linz, wo er vor 40 Jahren schon ankam. Ich darf Ihnen ein paar Aspekte von seinem Lebenslauf hier vorstellen. Er hat in Konstanz promoviert und ging dann von Konstanz nach Zürich, wo er sich habilitiert hat. Und dann war er dort zunächst Privatdozent und schließlich dann Visiting Associate Professor an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh. Er war Associate Professor an der Ökonomischen Fakultät der Aarhus Universität in Dänemark und dann kam eben 1985 sehr schnell dann schon der erste richtige Ruf auf eine ordentliche Professur in Linz. Und der Universität Linz ist er treu geblieben in all den Jahren, obwohl er zwischendurch viele Gastaufenthalte in verschiedenen Teilen der Welt wahrgenommen hat und dort auch Gastprofessuren mit entsprechendem Unterricht temporär innehatte. Er war Präsident der Österreichischen Nationalökonomischen Gesellschaft und er war auch eben Vorsitzender des Vereins für Sozialpolitik. Jetzt geht's besser. Ja. Der Verein für Sozialpolitik ist vielen von Ihnen bekannt, manchen vielleicht nicht. Das ist der Verband der deutschsprachigen Ökonomen in der Schweiz, Österreich und in Deutschland, das wichtigste Gremium unseres Faches, dem stand er einige Jahre lang vor. Friedrich Schneider ist ein Public-Choice-Ökonom. Während Ökonomen sich normalerweise mit der Frage beschäftigen, wie die private Wirtschaft funktioniert und wie sie reagiert auf staatliche Rahmenbedingungen, die gesetzt werden, Gesetze, Verordnungen und insbesondere Steuersysteme, interessiert er sich für das Verhalten der Politiker selber. Was treibt die Politik? Nach welchen Regeln funktioniert sie? Bildet sie wirklich den Willen der Bürger ab oder spielen die Politiker ihre eigenen Spielchen? Das tun sie natürlich, aber ist das, was sie dann im Sinn haben, auch kompatibel mit den Wünschen der Menschen? Insofern, als wir ein Wahlrecht haben, müssen sie das ja auch versuchen, sonst werden sie ja nicht gewählt. Aber das ist alles nicht so 100% klar. Und diese große Fachrichtung des Public Choice, des Verhaltens öffentlicher Institutionen und speziell der Politiker, der gewählten Politiker. Das ist sein Hauptthema. Umgekehrt ist er aber auch als normaler Ökonom unterwegs, indem er das Verhalten der privaten Wirtschaft als Reaktion auf die Vorgaben der Politik untersucht. Er ist ein Experte für Schwarzarbeit. Das Thema
das wir heute haben. Er hat sich viel mit der Bargeldhaltung beschäftigt in verschiedenen Artikeln. Er ist weltweit der Experte für die Analyse der Geldhaltungspräferenzen und hat in namhaften Journalen dazu publiziert, aber eben immer auch die Schwarzarbeit, die in einem Spannungsverhältnis steht zu der regulären Arbeit. Es wird jetzt heute hier von ihm der Zusammenhang mit dem Bürgergeld untersucht. Das Bürgergeld ist ja eine Lohnersatzleistung. Man bekommt dieses Bürgergeld in vollem Umfang nur dann, wenn man nicht arbeitet und jedenfalls nicht legal arbeitet. Und insofern setzt das Bürgergeld implizite Mindestlohnansprüche, was also möglicherweise arbeitsplatzvernichtend ist. Dazu kommt der offizielle Mindestlohn. Beides sind wichtige Themen. Seit 2020 ist das Bürgergeld um 20% gestiegen in Deutschland. Und der Mindestlohn ist noch stärker gestiegen, um 37%, während das Preisniveau in der gleichen Zeit nur um 20% hochging. Nicht? Es hat also eine reale Erhöhung bei diesen staatlichen Eingriffen am unteren Rande der Einkommensskala gegeben. Und die Ausweichreaktionen könnten liegen in der Arbeitslosigkeit, sie könnten aber auch liegen in einer Schwarzarbeit. Das ist das große Thema. Und das Thema wird von Fritz Schneider empirisch angegangen. Denn er ist ein empirischer Ökonom, der ökonometrisch versucht, die Tatsachen wirklich herauszufinden. Er ist wirklich ein großer Ökonom. Wir können stolz sein, dass wir ihn haben. Es gibt eine lange Liste von Monographien, die er geschrieben hat. Ich kenne überhaupt keinen deutschen Ökonomen meiner Generation, der so viele Bücher geschrieben hat wie er. Und dazu kommen auch noch wichtige Fachaufsätze in höchst renommierten internationalen Zeitschriften wie dem American Economic Review, dem Journal of Economic Literature oder dem Quarterly Journal. Also Sie haben jetzt wirklich jemanden, der nicht so der Herr redet, sondern der Substanz hat. Und trotzdem redet er so wie wir alle. Man kann ihn verstehen. Und das ist ja nicht bei allen Ökonomen gegeben. Fritz, du hast das Wort. Ja, ich wünsche Ihnen zunächst einmal alle einen schönen und spannenden und hoffentlich kontroversen Abend. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem guten Freund Hans-Werner Sinn für die sehr schmeichelhafte Einbegleitung. Ich hoffe, ich werde Ihren Erwartungen gerecht. Es ist ein ausgesprochen schwieriges Thema, weil wahrscheinlich Sie alle im Saal eine fixfertige Meinung haben, was da wie wirkt. Und dagegen anzurennen ist nicht immer so ganz einfach. Ich werde es aber versuchen. Und ich möchte Sie wirklich bitten, danach oder beim Glas Wein, stellen Sie viele Fragen. Nur dann kommen wir weiter, auch in der Wissenschaft. Ich werde ein paar Stellen sagen, wo wir in der Wissenschaft bei diesem schwierigen Thema stehen. Und ich werde auch manchmal sagen, ja, wir wissen hier wenig bis nichts. Zum Beispiel der Zusammenhang zwischen Schwarzarbeit und Bürgergeld. Ich habe sorgfältig gesucht, aber vielleicht nicht sorgfältig genug. Es gibt keine empirische Studie, die das analysiert. Nicht, weil ich jetzt hier vorhin stehe mit Bernhard Bogmann vom Institut für angewandte Wirtschaftsforschung, also in Tübingen, haben wir zu Jahresbeginn versucht, hier erste Arbeiten zu machen, weil wir diesen Begriff in unserer jährlichen, in Anführungsstrichen, Prognose für die Schwarzarbeit für Deutschland erfassen wollten. Und Sie werden das sehen jetzt im Laufe des Vortrages, wie schwierig das ist. Es gibt hunderte Studien, man kann so fast den ganzen Raum hier füllen, über den Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und
staatlichen Transfers, das Bürgergeld ist ja so einer, bleiben die länger, bleiben einige dann länger arbeitslos, wenn ja, warum etc. Da gibt es sehr viel. Aber den wesentlich komplizierteren Switch beziehe jetzt ein höheres Bürgergeld, gebe ich meinen geringfügigen Job auf und arbeite etwas mehr schwarz, immer vorausgesetzt, derjenige kann das und hat die Möglichkeit, nehme ich einfach das erhöhte Bürgergeld und arbeite etwas weniger schwarz. Dazu habe ich nichts gefunden. Darum sehen Sie heute Abend hier zuerst die Ergebnisse. Und für einen Wissenschaftler ist es immer hochriskant, denn ich mag das eigentlich gar nicht, denn wenn es Studien gäbe, könnte ich schauen, was hat der, diejenige ausgerechnet, wovon weiche ich ab. Also es können auch, sage ich ganz bewusst vorweg, ganz kräftige Fehler drin sein. Das ist so, wenn Sie wirklich was analysieren, wozu Sie nichts finden. Daher der provokante Titel führt die Erhöhung des Bürgergeldes zu mehr oder weniger Schwarzarbeit. Möchte Sie jetzt ein bisschen noch provozieren? Beides stimmt. Wenn Sie sich dann fragen, ja, wie geht das? Und ich hoffe, ich kann es Ihnen aufklären. Was möchte ich machen in dem Vortrag? Ich möchte ein bisschen in der Einleitung ganz kurz, keine Angst, ich quäle Sie nicht mit Formeln oder irgendwelchen, wie misst man Schwarzarbeit oder Schattenwirtschaft? Denn Sie sehen nachher Zahlen von wofür es keine gibt. Also das ist schon, glaube ich, notwendig, dass man das wenigstens mal skizziert, sodass Sie eine Ahnung haben, wie mache ich das. Dann, warum wird schwarz gearbeitet? Jetzt komme ich auf das zurück, was Hans-Werner Sinn ja sehr schön gesagt hat, zur Frage Public Choice. Wirken staatliche Anreize? Ja, und wie die wirken? Ja. Also immer, wenn es ums Geld geben geht. In Österreich haben wir gerade den Handwerkerbonus aufgelegt, also wenn Sie eine Handwerkerrechnung einschicken, können Sie bis zu ein Drittel vom Staat vergütet bekommen. Danach macht es kaum mehr einer schwarz, weil das lohnt sich nicht. Er muss ja nur die Rechnung einreichen und manchmal gibt es Stichproben, ob das nicht eine Scheinrechnung ist, dann kriegt er das zurück. Diese Maßnahme war nach einer Woche überzeichnet, obwohl sie mit 200 Millionen, das für Österreich viel Euro dotiert war. Also Anreize wirken, also in dem Sinn, ich krieg was vom Staat, also was muss ich machen, dass ich es kriege? Gibt es immer wieder auch ein Aber. Warum? Weil natürlich viele, die vorhatten, was zu machen, sagen, wunderbar, der Staat zahlt mir das, jetzt kriege ich es noch billiger. Ja? Idee war ja, nur dass Sie die Komplexität ein bisschen sehen, war ja, dass diejenigen, die es sonst schwarz gemacht haben, dass die es dann jetzt mit Rechnung machen, also in der offiziellen Wirtschaft. Meistens ist die Mitnahmequote um die 40%. Also man soll jetzt nicht nur, boah, super Maßnahme, schau mal, wie das wirkt. Ja, es wirkt, aber es wirkt auch in einer anderen Richtung. Bei den theoretischen Überlegungen zeige ich ganz kurz, warum schwarz gearbeitet wird und welche da die treibenden Faktoren sind. Dann ganz kurz, dass Sie ein bisschen sehen, wo stehen wir in der Schattenwirtschaft. Ich sage lieber Schattenwirtschaft, die Schwarzarbeit in Deutschland und der EU, auch nur zwei Folien. Und dann die Auswirkungen der Bürgergelderhöhung auf die Schatten. Und zum Schluss ein paar Maßnahmen. Und die Ziele habe ich schon genannt, das kann ich jetzt kurz machen. Ich möchte was über die Entwicklung der Schattenwirtschaft in Deutschland sagen. Dann zum ersten Mal, jedenfalls bin mir ziemlich sicher, die Effekte der Bürgergelderhöhung auf die Schwarzarbeit und offizielle Wirtschaft zu untersuchen. Und drittens mit dem Schließen, was kann man tun? Drittes genauso kontrovers wie die ersten beiden Punkte. Aber nun ganz kurz, wie berechnet man Schwarzarbeit? Sie alle wissen, was Schwarzarbeit ist, brauche ich nicht groß erklären. Die meisten haben auch so eine Ahnung, ja, ist vielleicht so viel, ist vielleicht so viel.
Aber wenn man es wissenschaftlich angeht, will man es schon etwas genauer wissen. Ja? Daher die Frage, wie schätzt man so etwas? Wenn es mir gelingt, die Verknüpfung, warum schwarz gearbeitet wird, auf die ich gleich näher eingehe, mit den Ursachen statistisch zu verbinden, dann kann ich so etwas wie die Schattenwirtschaft schätzen. Das ist ökonometrisch, statistisch äußerst anspruchsvoll. Und was noch hinzukommt, was ich häufig erlebe, wenn man empirisch arbeitet, die Verfahren sind alle relativ ungenau. Ich sage das jetzt schon. Auch jede Schätzung zur Schwarzarbeit hat mindestens Fehler von plus minus 10%. Ja? Also wenn Sie immer wieder auch in den Zeitungen dann sehen, die Schwarzarbeit beträgt so und so viele Milliarden, dann sollte man das immer ein bisschen im Hinterkopf haben. Das werden Sie nachher sehen, es fängt schon mit der Definition an. Was meine ich mit dem Verknüpfen? Sie sehen hier die Schattenwirtschaft, sehen hier mal einige Ursachen, es gibt noch mehrere. Und Sie sehen das Vorzeichen, also je höher die direkte Steuerbelastung, desto höher die Schattenwirtschaft. Immer typisch ökonomisch, ich weiß, hören viele nicht gern, ceteris paribus, alles andere gleich gehalten. Ja. Und die Indikatoren sehen Sie, die Beschäftigungsquote, durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit, auch sowohl Indikatoren als auch die direkte Löhne werden auch natürlich von anderen Dingen beeinflusst, aber hier die Indikatoren auch, aber und Bargeld pro Kopf. Je höher das Bargeld pro Kopf, wieder ceteris paribus, desto je höher die Schattenwirtschaft, desto höher das Bargeld pro Kopf. Jetzt, da ich mit diesem Verfahren nur einen Indikator bekomme, der mir zwar auch was aussagt, wie er sich bewegt, ob er zunimmt, ob er fällt, aber jeder ist eigentlich interessiert zu wissen, wie groß ist nun die Schattenwirtschaft? Die deutsche größer wie die französische oder wie die englische oder wie die italienische? Das ist das, was interessant ist. Und das ist auch das, was die internationalen Organisationen sehr stark interessiert. Darum habe ich auch mit einem Kollegen vom IMF die Schattenwirtschaft für 170 Länder geschätzt. Denn eine hohe Schattenwirtschaft verzerrt alle offiziellen Indikatoren. Die Arbeitslosigkeit ist vielleicht nicht ganz so hoch, wenn gerade neben Perus Schattenwirtschaft 60%, ja. Da sind ganze Zweige in die Schattenwirtschaft ausgelagert. Also es ist schon ein relevantes Thema, auch für viele offizielle wirtschaftspolitische Indikatoren. Aber ich brauche ein anderes Verfahren, um es umzurechnen, das ist der Bargeldansatz. Das ist eine ganz simple Idee. Der Bargeldansatz beruht auf die Idee, dass die in der Schattenwirtschaft erbrachten Leistungen bar entlohnt werden, nona. Und wenn es mir nun gelingt, mit Hilfe einer Bargeldnachfragefunktion, für was brauchen Sie und ich Bargeld heute noch, das ändert sich zwar stark, man muss also die Substitutionsmöglichkeiten so bargeldlosen Zeit natürlich mit berücksichtigen. Und wenn Sie dann die Gründe mit in die Bargeldfunktion hineinnehmen, warum schwarz gearbeitet wird, wie die Steuerbelastung, Regulierungsbelastung, andere, dann können Sie mithilfe dieser Funktion die Schattenwirtschaft ausschätzen. Wie mache ich das? Ein einfacher Trick. Ich habe einen statistisch signifikanten, also gesicherten Koeffizient. Ich mache es nur mal in einem Fall für das Steuerleistung. Und nun simuliere ich mit dieser Bargeldfunktion, was ist, wenn die Steuerfunktion, die Steuerlast ein gewisses Niveau gleich geblieben hätte. Also sagen wir mal bei 20% stehen geblieben. Ist natürlich nicht im Zeitverlauf mehr gestiegen, mal wieder gefallen. Und dann haben Sie eine Bargeldhaltung, die nur auf der gestiegenen Steuerleistung beruht, wenn Sie die Funktion, wieder nicht so ganz einfach, wäre ein eigener Vortrag, korrekt, wenn Sie in dieser Funktion korrekt alle Faktoren erfasst haben. Aber das ist auch ein sehr gängiges Verfahren, und damit bekomme ich aber, das ist der große Vorteil von dem Verfahren, bei vielen Nachteilen, bekomme ich direkte Ziffern Schattenwirtschaft in Milliarden Euro oder in Prozent vom BIP. Beschäftigen wir uns kurz mit der Frage, warum wird schwarz gearbeitet und
was meine ich damit? Denn da geht die Diskussion, auch die Forschung los. Es ist die Frage, hier steht es ja, brauche ich nicht nochmal alles vor. Der zweite Sektor umfasst alle jene Güter und Dienste, die im amtlich ausgewiesenen BIP nur zum Teil oder gar nicht erfasst werden, weil sie in der Schattenwirtschaft produziert werden. So, nehmen Sie jetzt beispielsweise die Prostitution mit hinein oder nicht? In manchen Ländern ist sie legal, in anderen ist sie nicht legal. In Deutschland ist sie weitgehend legalisiert, ja? Also müssen Sie sie mit hineinnehmen. Auch das Zweite noch für größeres Problem, die statistischen Ämter, Sie sagen es noch nicht, haben ein Riesenproblem mit der Schattenwirtschaft, denn ihre Subkonten stimmen nicht. Ja. Es werden, wieder ein Beispiel, 100.000 Fenster produziert, aber nur 80.000 in der offiziellen Wirtschaft verbaut. Was? Die 20.000 verschwinden ja nicht auf der grünen Wiese. Ja. Also müssen die zurechnen und es gibt kaum ein statistisches Amt, das sich einen Teil der Schattenwirtschaft schon erfasst. Sodass, wenn ich es jetzt ausrechne und dann Ihnen nachher jetzt Bilder zeige, Schattenwirtschaft in Prozent vom BIP, mache ich immer einen Fehler. Ein bisschen mehr, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Ja? Habe aber keine Chance, diesen Fehler korrekt rauszurechnen. Also das nur ein, dass Sie ein bisschen die Schwierigkeiten sehen. Hier kommt noch der dritte Sektor hinzu, der ja auch immer wichtiger wird. Die Do-it-yourself-Tätigkeiten, ehrenamtliche Tätigkeiten, Nachbarschaftshilfe, aber auch die Haushaltsführung und Kindererziehung. Und in diesen drei Sektoren, also zweiter ist er ja die Schattenwirtschaft, in dem ersten und dritten spielt sich die Schattenwirtschaft ab. Warum arbeiten die Leute schwarz? Nochmal die Definition, das ist jetzt die Definition, die Eurostat im Wesentlichen verwendet, ist auch die Definition, die von den großen internationalen Organisationen, IMF, Weltbank und anderen verwendet werden. Nun, der erste und offensichtlichste ist die zunehmende Staatstätigkeit, die Abgabenbelastung. Ja? Und natürlich auch eine Ursache für Schattenwirtschaft, da gehe ich nachher drauf ein, können Transfers sein. Dann haben wir noch weitere Faktoren, strukturelle Veränderung des Arbeitsmarktes, Beschäftigungssystems, dass wir eine Verkürzung der offiziellen Arbeitszeit haben, aber natürlich der Arbeitsmarkt auch zyklisch mit steigender und sinkender Arbeitslosigkeit. Nun, 4 und 5 werden immer bedeutender in den letzten 10, 5 Jahren. Geänderter Einstellungs- und Wertewandel gegenüber dem Staat und bei den Steuerzahlern, Wählern und das Wissen, dass es die Nachbarn, Freunde, Bekannte auch tun. Was man sehr lange, auch ich in meinen Untersuchungen überschätze, ist dieser Schneeballeffekt. Wenn Sie wissen, der Meier und der Müller macht es auch, der hat ja auch, stellt die Putzfrau nicht über einen Reinigungsdienst. Ja, da sagen sich, ja, warum soll ich das machen? Alle, in meiner ganzen Nachbarschaft machen es alle. Ja, und darum kommt es ja auch, die Putzfrau, dass die schwarz arbeitet, ist fast so selbstverständlich, wie sie sich eine Semmel kaufen. Ja, weil es alle machen. Das ist, ganz wenige tun sich das an, dass sie einen Reinigungsdienst kommen lassen. Die Putzfrau ist ja enorm praktisch, meistens kennt man die gut, da kann man sagen, heute geht's nicht, kommst lieber am Freitag oder kommst am Montag oder so. Also da, und der können sie einen Schlüssel anvertrauen und so weiter. Reinigungsdienst, muss ich da zu Hause sein, weiß nicht und so weiter und so weiter. Also wir haben hier, und das ist ein Wertewandel, ja. Und auch der Wertewandel, dass eben man mit der hohen Steuerlast wird das befördert, wenn die Leute dann sehen, dass sie mit ihrem Steuergeld nicht das gemacht wird, was sie meinen oder was gemacht werden sollte aus ihrer Sicht, dann sagen, warum soll ich ehrlich Steuern zahlen, wenn ich schaue mir die Volksschule an, schaue mir das an. Nur ein ganz kleines Beispiel, also war schon vor 20 Jahren, meine Kinder noch in der Schule waren, dann hat die Schuldirektorin bei den Elternabend gesagt, ja, also ich kriege kein Geld vom Land, aber die Klassenzimmer sehen so entsetzlich aus, dass
Können nicht ein paar Eltern mithelfen, dass wir das streichen? Material wird natürlich gestellt. Aber da ging auch eine Riesendiskussion los, gerade, ja, warum soll ich zahle ja eigentlich Steuern, warum soll das ich das in dem Sinn machen, haben natürlich alle. Und das Letzte, das ist mein neuestes Forschungsgebiet in dem Bereich, Einstellung zum Work-Life-Balance. Weniger offizielle Arbeitszeit, mehr Zeit für andere Dinge. Wir sehen es an den rasanten Anstieg von Teilzeitjobs. Ja, wir sehen es, dass hier eine Umstellung ist, die natürlich durch Corona zum Teil befördert. Auch hier kommen gewaltige Probleme auf uns zu. Es ist ganz simpel. Weniger Arbeit, haben wir weniger Pension. Ich meine, dass das überhaupt diskutiert wird, wundert mich echt. Wundert mich wirklich echt. Ja? Also auch hier tut sich etwas, was in vielen Bereichen ja doch noch wenig erforscht ist. Und natürlich auch die Frage, wenn man dann rasch zusätzliches Geld braucht, gerade aber man hat nur noch einen halben Job, kenne in Linz einige, sehr gute Fliesenleger, der sagt, gar kein Problem. Zwei Bäder schwarz gefliest, habe ich 1.000 Euro verdient. So, kommen wir zur Größe, dass wir dann zum eigentlichen Thema kommen können. Hier sehen Sie jetzt zwei Grafiken, die fangen mit den Ländern im unteren Hälfte an, der Schattenwirtschaft, hier bewusst den Durchschnittswert gebildet von 2008 bis 2022. Und wir sehen hier, und die 32 europäische Länder. Jetzt möchte ich nur zwei Sätze ganz kurz dazu sagen. Natürlich habe ich nicht für alle Länder alle relevanten Faktoren im Fass. Man könnte jetzt immer kritisieren, warum liegt Deutschland nicht in der Nähe von Österreich oder warum sind die skandinavischen Länder, die eine viel höhere Steuerbelastung haben im Schnitt, wo die hat sich auch in einigen Bereichen gewaltig gesenkt, haben die nicht viel höhere Werte? Ja? Ich kann darauf nicht eingehen, können wir dann eine Diskussion gern machen. Wir sehen, Deutschland liegt im unteren Drittel mit rund 12% Durchschnittswert über doch 14 Jahre, so einen langen Zeitraum, und wird umgeben von Irland, Dänemark, ja, Frankreich vielleicht noch. Gehen wir ans andere Ende, haben wir mehr oder weniger unsere bekannten Länder mit einer hohen Schattenwirtschaft, wobei die Berechnung der Schattenwirtschaft, überlegt mir mal lange, ob ich es reinnehme, aber Interesse halber mache ich es, so Pi mal Daumen wird es wenigstens richtig sein, aber wirklich nur Pi mal Daumen. Nicht, dass Sie jetzt das so richtig sehen. Also wir haben doch auch in Europa Länder, die Schattenwirtschaft von über 40% haben. Auch schon eine Schattenwirtschaft von um die 30%. Die EU-Länder Rumänien, Kroatien sind sehr hoch. Da muss man sehr vorsichtig sein, denn eigentlich müssten sie jetzt Konsistenzrechnung machen. Ist es überhaupt möglich, dass ein Drittel vom BIP schwarz hergestellt wird? Ja, das ist keine triviale Frage. Ist das überhaupt möglich? Ja? Stahl können es kaum schwarz produzieren. Ja? Also das muss man da sehen. Und aber die Strukturen in den Ländern sind ganz anders. Ich kann jetzt leider nicht weiter darauf eingehen. Ich wollte Sie nur ein bisschen sensibilisieren. So, jetzt schauen wir uns Deutschland noch an, wie die Bewegung ist. Wir sehen, wir haben eine ziemlich stark abnehmende Schattenwirtschaft gehabt bis 2021. Und jetzt sind wir wieder so um unserem Wert in 2024. Also wir haben da doch eine kräftige Zunahme in der Schattenwirtschaft. Ja. Das ist zum einen der Arbeitsmarkt, das sind eben zum einen andere Faktoren, die auf die ich jetzt und zum Beispiel auch das Bürgergeld, aber auch hier will ich jetzt hier mal aufhören, weil ich ja zum eigentlichen Thema kommen will. Bürgergeld, ja, wenn man sich das anschaut,
Ich weiß, die Zahlen sind veraltet, sag's gleich, 22. Aber ich gebe ganz ehrlich zu, als emeritierter Hochschullehrer, der keine Infrastruktur mehr von seiner Uni hat, habe ich es nicht geschafft, das alles jetzt anzupassen. Ja, aber die sind nicht ganz falsch, sie sind nur alle zu tief, aber sie sind in dem Sinn schon korrekt. Das sind von zwei Kieler Ökonomen, die das ausgerechnet haben. Und da sieht man eben hier doch sehr schön, und zwar immer ein Erwachsener, zwei Erwachsener und dann ein Kind, zwei Kinder, drei Kinder. Da sieht man schön. Also noch kleine Zwischenfrage. Wenn jemand die Folien haben will, soll er mir die Karte geben, schicke ich ihm. Also müssen Sie sich abfotografieren. Sie können es gern haben. Ich mache da gar kein Geheimnis. Auf Gegenteil, bin froh, wenn sich jemand dafür interessiert. Spannender ist jetzt noch die Frage, wie groß ist denn der Lohnabstand? Ja? Und die Kieler Ökonomen haben hier immer nur einen offiziellen Verdienst mit dem verglichen, mit dem auch aber Bürgergeld bekommen beide. Kann man auch wieder kritisieren, ja, wie sieht das aus, wenn die Frau auch arbeitet, nur dass sie es richtig verstehen. Jetzt sehen Sie hier, der Lohnabstand ist doch für manche Situationen, also gerade bei zwei Erwachsenen, sehr bescheiden. 107 Euro, 108 bis 5 Euro und dann geht's sogar ins Negative hinein. Na, das sind jetzt die Fälle, wo Sie sagen, ja, ich bin ja eigentlich ein Idiot, wenn ich den Job habe und wenn ich es mit dem Bürgergeld, gerade sind ja hier immer verglichen mit gering, wenig Verdienern, Geringverdienern, haben wir ein Riesenproblem hier. Ja. Was ich nicht verstehe, weil ich ein bisschen Public Choice habe, das hat man ja, das haben ja viele ausgerechnet, also nicht nur die Kieler, sondern das hat, müsste man ja auch im Arbeitsministerium eigentlich ausgerechnet haben, dass da nicht alle Alarmglocken, was machen wir denn? Ja. Also, dass man hier nicht wenn die Zahlen auch nur in etwa stimmen, selbst wenn es nur null ist oder nahe bei null ist, ja, das sagt doch jeder Supermarktverkäuferin, 6 Uhr aufstehen, um 7 Uhr im Laden in der Bäckerei zu stehen, ist ja nicht so lustig jeden Tag im Vergleich zu dem, wenn das mir 50 Euro mehr bringt, wie wenn ich das Bürgergeld voll beziehe. Ja, das ist ein Problem, das muss auch angegangen werden, so sehr ich jedem Geringverdiener auch den Zuschuss gönne, so gut geht's denen ja wirklich nicht. Aber die Anreizwirkung, darum sage ich, Anreize wirken, die sind gewaltig. So, gehen wir eins weiter, noch ein paar Fakten. Der Regelsatz wurde ja dann vom 1.1.24 auf 563 erhöht. Er beträgt ungefähr 26% des Durchschnittsgehalts eines vorzüglichen Arbeiters, so dass man noch eine Vorstellung hat, nicht nur immer mit Geringverdienern vergleicht. Wir hatten im April 24 circa 5,6 Millionen Bürgergeldempfängerinnen. Das sind alle drin. Auch heute gibt ja eine Riesendiskussion jetzt bei Ihnen über die ukrainischen Flüchtlinge. Kann ich Ihnen sehr den heutigen Aufsatz in der NZZ zu dieser Problematik empfehlen. Wir haben von den 5,6 Millionen sind 1,5 Millionen im nicht erwerbsfähigen Alter von unter 15 Jahren. Also circa 4,1 Millionen, wirklich immer circa, das ist ja auch jetzt nicht wichtig auf die Person genau, in folgenden drei Kategorien. 812.000 anspruchsberechtigte Erwerbstätige, das sind unselbstständig und geringfügige Geschäfte, man nennt sie häufig sogenannten Aufstocker. Dann 1,88 Millionen nicht Arbeitslose, aber erwerbsfähige leistungsberechtigt. Das ist jetzt auch für meine weitere Forschung mit Abstand die schwierigste Gruppe. Wer ist das genau? Denn Sie müssen ja jetzt, wenn Sie jetzt hier sagen, können die auch schwarz arbeiten? Ja, wenn ich zwei Eltern, mein Oma, Opa pflegen muss, vielleicht sehr schwierig, ein behindertes Kind zu Hause habe, vielleicht auch sehr schwierig, also keine einfache Sache. Und dann haben wir noch, da ist es einfacher, die 1,7 Millionen Arbeitslosen, davon ungefähr 961.000 Langzeitarbeitslosen. Um die drei Gruppen geht es jetzt in der folgenden Analyse.
Gehen wir ein bisschen zurück wieder zur Ökonomie. Was können wir ökonomisch hier sagen? Wenn der Staat das Bürgergeld erhöht, dann steht zunächst für alle Empfänger ein Einreiz weniger schwarz oder in der offiziellen. Geht immer symmetrisch zu arbeiten. Effekt ist, Schwarzarbeit sinkt und die in der offiziellen Wirtschaft verfehlen Arbeitskräfte. Ja, gerade übrigens sind ja zumindest in Österreich händeringend gesucht. Weiterhin hat ein, das ist die eine Richtung. Weiterhin ein Teil der Arbeitslosen weniger Anreiz, einen offiziellen Job anzunehmen, dafür möglicherweise mehr schwarz zu arbeiten. Weil mit dem Bürgergeld, was Sie haben, Sie erinnern sich an die vorangegangene Tabelle, ja, lohnt sich das überhaupt für mich? Ebenso hat ein Teil der geringfügig Beschäftigten einen Anreiz, die offizielle Beschäftigung zu reduzieren oder aufzugeben, dafür mehr schwarz zu arbeiten. Ist praktischer, kann ich mir richten, das, die kenne ich, da kenne ich mein Netzwerk, etc., etc. Ja, jetzt die Effekte, Schwarzarbeit steigt und der offiziellen Wirtschaft fehlen Arbeitskräfte. Aber wir haben eine offene, empirische Frage, sinkt oder steigt die Schwarzarbeit? Ja, das ist jetzt die Frage, wie stark die gegenläufigen Faktoren sind. Wenn man ein bisschen in die Literatur geht, und das war das Frustrierendste jetzt, dann, wie ich schon sagte, haben wir sehr viele Studien, hier nur ganz wenige genannt, zum Thema der Einfluss von staatlichen Maßnahmen, Transfers auf die Dauer von Arbeitslosigkeit. Das haben wir, ich sage es ein bisschen despektierlich, rückwärts und vorwärts erforscht. Auch in Österreich, weil das war immer so ein Lieblingsthema auch am Institut für Volkswirtschaft, wo ich ja sehr lange an der Johannes Kepler-Institut Linz gearbeitet habe. Bis zum letzten Arbeitslosen. Aber jetzt haben wir eine neue Situation und ich wäre sehr froh, wenn Sie mir helfen, wirklich. Wenn Sie was kennen, was wissen, bitte sagen Sie es mir. Es gibt noch keine Studien, die derartige Maßnahmen beim Bürgergeld in dieser Interaktion untersuchen, ja, zwischen den drei Spannen, offizielle Wirtschaft, Schwarzarbeit und die anderen Kategorien, die ich gerade genannt habe. Ich habe erste Simulationen mit meinem Kollegen Bernhard Bogmann, wie ich schon sagte, von der Universität Tübingen gemacht und hier ist die Fortführung dieser Berechnung. Die Zahlen beruhen auf April, März, April, Mai 24 und das möchte ich wirklich bewusst sagen, es sind vorläufige Erkenntnisse. Und da ich keine anderen kenne, begebe ich mich wirklich auf etwas Glatteis. Aber schauen wir es uns an. Ich habe jetzt hier wieder die drei Gruppen. Ich habe partielle Effekte auf die Schattenwirtschaft. Partiell meint nur die einzelne Maßnahme bewertet. Ja, das heißt partiell. Das ist eine typisch ökonomische Vorgehensweise. Ich möchte jetzt wissen, welchen Effekt hat die Maßnahme, wenn das Bürgergeld erhöht wird. Nur dann haben wir durchgehend, schönes durchgängiges Ergebnis, was auch komisch wäre, wenn es nicht rauskäme, Schwarzarbeit sinkt. Na klar, wenn ich vom Staatsgeld kriege, warum soll ich schwarz arbeiten? Also, so gern arbeitet niemand, dass er das dann auch noch macht. Ja, haben wir durchgängig. Und wir sehen auch, dass ungefähr 22,9% hier in diese Richtung gehen, von allen drei Kategorien. Aber ich habe auch einen positiven Effekt bei zwei Gruppen. Hier die erste Unzulänglichkeit. Ich habe es nicht geschafft, die dritte Gruppe, die mit Krankheit, pflegebedürftig und so weiter, so herunterzubrechen, dass ich sagen kann, dadurch bei denen habe ich auch den Effekt, dass einige Schwarzarbeit erhöhen. Und der Nettoeffekt ist hier in dem Sinn auch negativ. Schauen wir uns das noch ein bisschen genauer an, weil Tabellen sind immer so schwierig, ich hoffe, hier ist es etwas besser verständlich. Also von den 4,1 Millionen Bürgergeldbeziehern, die
arbeitsfähig sind, reagieren 29,6 oder 1,2 Minuten einer Verhaltensänderung. Das ist jetzt alles drin. Ja? Fangen wir an mit der Schattenwirtschaft. Die Erhöhung des Bürgergeldes insgesamt einen eindeutigen negativen Effekt auf die Schattenwirtschaft in Deutschland. Der Anreiz, schwarz zu arbeiten, wird dadurch vermindert, beziehungsweise 0,64 Personen oder 16,2% von den 4,1% reduzieren ihre Schattenwirtschaftsaktivitäten. Das ist der Nettoeffekt. Lediglich 0,27 Millionen oder 6% erhöhen ihre Schattenwirtschaft. Aber es findet beide statt. Ja? Und wenn es dann gerade noch Berufe trifft, wo eh schon ein großer Arbeitskräftemangel herrscht, kann das Problem entsprechend gravierend sein. In der offiziellen Wirtschaft, bei den erwerbstätigen Bürgergeldbeziehungen, also die sogenannten Aufstocker, ist der Verlust hier für die offizielle Wirtschaft 89.000 Beschäftigte. Auch hier wieder eine Annahme, bitte, das kann man heftig kritisieren, Sie wollen nur sehen, dass ich versuche, nur redlich zu sein. Annahme hier gemacht, alle hören auf und reduzieren nicht nur. Ja, ist auch kaum, also zumindest von österreichischen Verhältnissen habe ich da ein bisschen gefragt, ja, kann bei euch eine Supermarktverkäuferin unter 10 Stunden arbeiten? Meistens nicht oder auch meistens wollen es. Ich habe auch mit welchen gesprochen. Nein, das lohnt sich nicht, wie ich da zweimal reinfahren muss und so weiter. Also hier, aber die Annahme ist natürlich kritisierbar, möchte ich ganz bewusst sagen. Zu den Arbeitslosen werden 187.000 Personen aus der offiziellen Wirtschaft kommen, von insgesamt 1,7 Millionen. Sind immerhin auch hier 11%. Wäre jetzt interessant, dazu bräuchte man, da bräuchte ich einen anderen Apparat, nun wirklich in den Arbeitslosen als Statistiken zu schauen, kann ich das nachweisen. In dem Sinn sind das nicht nur tatsächlich von der Wirtschaft freigesetzt. Ich möchte damit zum Schluss kommen, schon zu lang geredet. Was kann man tun? Ich meine, für arbeitsfähige Bürgergeld sollte genau umgekehrt sein. Wer zusätzlich arbeitet, wird belohnt. Ja. Es ist mit positiven Belohnungen und Transfers natürlich auch immer schwierig. Es darf nicht zur Gewohnheit werden. Es darf nicht einfach, ah ja, wenn ich jetzt zusätzlich arbeite, kriege ich das vom Staat. Also vielleicht sollte man das so machen, wie es immer wieder mal vorgeschlagen wird, dass man das macht und dass dieser Effekt über die Zeit abgeschmolzen wird. Aber dass das Nettoeinkommen immer höher ist, wie die Situation, bevor ich begonnen habe. Nun, das wissen Sie alles. Die Lohnnebenkosten sind in Deutschland viel zu hoch. Wir sind auf Platz 3 oder 2, 4. Es hängt davon ab, wie Sie es rechnen im internationalen Vergleich. Und würden wir es schaffen, die Lohnnebenkosten mal nennenswert zu senken, dann hätten wir wahrscheinlich den größten Effekt in der Schattenwirtschaft, dass sie zurückgehen würde. Zum Schluss auch was für Sie zum Diskutieren, auch im Freundeskreis, würde mich auch Ihre Meinung sehr interessieren. Wer verliert eigentlich? Der größte Verlierer, also auch ein großer Verlierer ist die Firma, die sich weigert, strikt Schwarzarbeit zu machen. Die gibt's auch, aber es sind nicht sehr viele. Ja? In Österreich, wie ist es, wir sind ja ein bisschen schlamperter, weil wir schon auf dem halben Balkan leben. In Österreich ist es so, wenn man ein Einfamilienhaus baut, man kriegt das berühmte Tafel, das dann Baumeister ist, sodass das von der Verantwortung her alles passt. Und dann sagt man zu dem, naja, aber Estrich machen E-Maschinen mit 2, 3 Leuten, das machen wir am Wochenende, ich nehme deine Maschinen, kauf's Material, aber die Arbeit, da zahle ich schwarz. Und meistens macht es die Firma. Denn sie muss sonst, vielleicht kriegt sie den Auftrag nicht. Jetzt, wo gerade Flaute ist, glaube ich, würde dieses Rezept gut funktionieren. Also es gibt wenig Firmen, die Schwarzarbeit strikt ablehnen oder es nicht können. Die sind natürlich auch Verlierer, möchte ich ausdrücklich sagen. Aber der größte Verlierer ist der Staat. Auch hier wieder eine Annahme, weil das würde mich auch Hans Werner sehr interessiert.
Wie berechnet man das? Hier muss ich die Annahme machen, wenn es keine Schattenwirtschaft gäbe, würde das alles in der offiziellen Wirtschaft stattfinden. Wir wissen alle, selbst wenn wir da tolle Dinge machen, jetzt in Deutschland etwas Schwarzarbeit, wenn wir immer haben, daher ist diese Schätzung hier konservativ. Steuer- und Sozialversicherungsausgaben zwischen 40 und 45 Milliarden. Wobei hier nicht drin ist, die gesamten Arbeitsunfälle, die natürlich von den offiziellen Kassen getragen werden. Wenn der hinfällt, sich das Bein bricht oder sonst was, dann ist das, wird das auch so entsprechend gemeldet, sodass also das von den Gesundheitskosten zu tragen ist. Also das ist nicht wenig Geld. Selbst wenn man das die Summe halbiert, sind wir immer noch bei 20 bis 22 Milliarden. Ein Teil der Steuerverluste, eine hochkomplizierte Rechnung, aber kann man anstellen, werden wieder ausgeglichen, da der größte Teil des schwarz verdienten Geldes in Deutschland, also bei uns sofort in der offiziellen Wirtschaft ausgegeben wird. Wie ich schon sagte, die Putzfrau geht mit dem Geld am Samstag einkaufen. Also, aber der eindeutige Verlierer ist der Staat. Wie sieht das aus, Schattenwirtschaft, wem nützt und wem schadet sie? Und noch drei Punkte. 66% der Wertschöpfung der Schattenwirtschaft kommt zum Schwarzarbeitern. Und das wissen die wenigsten. Aber das ist mittlerweile ganz gut erforscht für viele europäische, zum Teil auch nord- und südamerikanische Länder. Die Selbstständige oder Unselbstständige in einem offiziellen Job beschäftigt sind. Das wird natürlich jetzt zunehmen, wenn die offizielle Arbeitszeit reduzieren und nur, das ist nicht despektierlich gemeint, ihre schwarzen Überstunden nicht versteuern. Aber wenn man mit Leuten spricht, sagen mir viele, ja, was willst du eigentlich? Ich zahle die volle Steuerlast. Und bei der schlechten Regierung, wenn ich mich so ärgere, warum soll ich jetzt auch noch meine schwarzen Überstunden versteuern? So kann man auch sagen, es ist die Steuerrebellion des kleinen Mannes. Und das ist der größte Teil der Wertschöpfung. Es sind nicht ein paar böse Firmen oder Ausländer, da gibt es ja so wunderbare Klischees. Ne? Das sind wir. Wir sind das. Ja? Man muss es immer sehr, sehr deutlich sagen. 17% der Schattenwirtschaft geht auf organisierte Kriminalität, Prostitution, Bau, schwarzarbeitende Firmen mit den Subverträgen, quasi legal, wenn sie aus den EU-Nachbarländern kommen, ja. Und 17% auf Arbeitslose und Frühpensionisten. Letzten beide Punkte, dann sind sie befreit. 40% sind komplementär. Das ist auch wichtig für die Frage, auch wenn man Steuerausfälle und so weiter. Das heißt, sie würden in der offiziellen Wirtschaft zum offiziellen Preis nicht nachgefragt. Kann auch an der Regulierung lassen. In Österreich habe ich viele gesagt, na, also ich würde ja eigentlich schon die Putzfrau da über die Reinigungsfirma machen, aber mit dem Anmelden und das, oder das ist mir alles viel zu kompliziert und zu umständlich. Also es kann auch an der Regulierung liegen. 35% sind substitutiv, also könnten in der offiziellen Wirtschaft, würden dann gemacht. Und 25%, ist auch ganz schön viel, werden im Do-it-yourself erledigt. Zum Schluss, provokant formuliert von der Schattenwirtschaft, profitieren die Wirtschaft und wir. Und jeder, der schwarz arbeiten lässt oder selbst schwarz arbeitet, profitiert davon. In Österreich habe ich es im Auftrag der Wirtschaftskammer untersucht, fast jedes zweite Eigenheim gäbe es ohne Schwarzarbeit nicht. Denn die Leute können sich vom ersten Spaten bis zum letzten Pinselstrich das Haus oder die Eigentumswohnung nicht leisten. Jetzt kommen Sie in eine wohlfahrtstheoretisch spannende Diskussion hinein. Ja, wollen Sie das jetzt drastisch zurückfahren oder nicht? Und selbst wenn auch beim deutschen Schwarzarbeitsvolumen nur ein Drittel, das ist sehr konservativ gerechnet, wäre das offizielle BIP immer noch um 100 Milliarden Euro höher. Und das ist nicht nichts. Das, glaube ich, stimmt mir alle überein. So, damit komme ich zum Schluss. Ich hoffe, ich habe Ihnen vieles Spannendes, Kontroverses geboten und freue mich auf eine lebendige Diskussion. Dankeschön.